Maranda. Was ist mit dir los? Der Räuberei habe ich den Rücken gekehrt. Seit ich von diesem Geheimnis weiß, bin ich nirgends mehr sicher. Der Schwertkämpfer, den ich neulich hier traf, war ein wahrer Meister seines Fachs. Doch trübte Kummer seinen Geist. Wäre seine Seele befreit von Sorgen, würde seine Technik sicher ihre Vollendung erreichen. Mit dir? Hey, hey du! Benehm mal der Dieb! Der Kumpel faselt immer im Schlaf irgendwas von rechts neben der Schatztruhe. Wieso grüßt mal ein komischer Kerl in der Stadt? Ich glaube, der war Gärtner oder so. Er redete ununterbrochen davon, dass ihn etwas düngt. Es düngt. Oh Gott. Wohl haben wir sogar eine Schwertbrecher. Bauchion. Sieh nur, die Blumen hat mir alle mein Freund geschickt, der in Moblitzwald. Hör genau hin, diese Blumen sind nämlich selbst gebastelt, weil doch in der Natur keine mehr wachsen. Oh, mein Freund ist ja so romantisch und er ist seine Briefe. Moblitz wurde von Kafkas Licht der Verurteilung getroffen. Irgendjemand muss die Briefe anstelle des Freundes schreiben. Meine liebste Lola. Die Aufbauarbeiten im Dorfe schreiten wohl voran. Mich dünkt, bald schon ist mir vergönnt in deine seligen Arme. Das ist der Gärtner. Dieses altertümliche Stil. Das klingt verdächtig nach Klaus. Doch woher mag er die Briefe wohl schicken? Könntest du diese Antwort... Die neue Ausgabe von Tücher und Schals, dekorativ gebunden, ist nämlich raus. Die wollte ich noch lesen. Vielen, vielen Dank.
Aha. Okay, ich muss da oben hin. Ich gehe zu Fuß.
Hegelkriecher. Erstmal die Monster hier alle einsammeln.
wären ja eigentlich schon fast alle. Den Kaktor habe ich schon mal besiegt. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall, weil wir überall hin können, gehen wir auf Monsterjagd und holen uns dann unsere Leute. Und der ist heftig.
Fliegen wir ein bisschen rum. Ich glaube, hier gibt es ein Monster. Und das, dass wir kämpfen können. Ich glaube, letztes Mal habe ich das so gemacht, um das Vieh zu treffen. Dann müsste es funktionieren.
das könnte ein bisschen dauern. Die Frage ist, ob ich ihm gewachsen bin. Dark.
glaube, ich sollte mit einem stärkeren Team. Das ist ja dieses. Schon so, dass ich jetzt treffen müsste. Aber ich sehe es nirgends. Vielleicht bin ich schon tausendmal dran vorbeigeflogen. Mit der Geschwindigkeit. Ich krieg. Sollte sie herausfordern, wenn ich stärker bin. Ein besseres Team habe. Die schwarze Sphäre ist doch. Ja, dann ist das doch da. Mich hier nochmal. Wenn ich jetzt wieder auftauche, ist es weg, oder wie? Tatsache. Gut, gut zu wissen, dass das der. Ich wusste nicht, dass ich dachte, ich würde ein fliegendes Vieh hier sehen, aber es ist doch diese dunkle Sphäre. Okay, wissen wir Bescheid. Dunkle Sphäre. Wie gesagt, bin ich schon tausendmal drauf vorbei, weil ich nicht wusste, dass es das ist. Aber die bleibt dann am Ort und Stelle, also die fliegt dann nicht weg. Da ist es diesmal.
Okay, es ist geflohen. Das macht es manchmal. Ich sollte vorher vielleicht Vegeta noch ein Level hochbringen, also so, dass wenigstens keiner ein 5er Level hat oder so. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Zelte mehr kaufen. Ja. Das funktioniert super. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, und ich weiß nicht, was für Gegner es gibt, aber... Jetzt muss ich noch ein bisschen länger leveln. Jetzt haben wir 2 auf Level 45. Wir werden nur noch gleich hier kommen. Let's go. Taken, yay.